Rudy, are you ready? You wanna know what goes on backstage? Oh, come on. Let me take you by the hand. Ow! Ladies and gentlemen! The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Fulfilled once you were there, you'll never wanna leave. You'll wanna sell your ass for that backstage pass. Backstage, it's just for the invited. Backstage, they've laid on everything. Hallo bei einer neuen Folge von Rudy Backstage, der Sendung, die ein bisschen hinter die Kulissen des Musikgeschäfts blicken will. Ich melde mich heute wieder on the road, und zwar aus München, aus dem Hardrock-Café München. Das ist eine tolle Location hier in München, hängen sehr viele Memorabilia, auch Bühnenoutfits von berühmten Stars, Gitarren, goldene, platinerne Schallplatten, gibt's viel zum Anschauen. Vieles von solchen Dingen habe ich auch zu Hause. Manche haben sogar gesagt, ich sollte aus meinem Haus ein Museum machen, aber das habe ich lieber bleiben lassen. Ich gehe lieber in Hardrock-Café wie dieses hier in München und habe meinen Spaß, selbst auf den Toiletten am Weg hinunter hängen noch interessante Dinge. Heute geht's um Falco. Der 6. Februar, der Todestag, ist immer ganz stark mit meinem Geburtstag, dem 5. Februar, verbunden. Warum, das erzähle ich heute in der Sendung noch genauer. Wir sind sozusagen bis in den Tod hinaus verbunden. Immer wenn ich Geburtstag habe, ist am nächsten Tag der Todestag vom Hans, wie ich natürlich sagen durfte. Alle Falco-Fans wissen, dass ich alle Falco-Videos drehen durfte als Regisseur. Und überhaupt unabhängig davon auch mit ihm befreundet war, bevor er Falco war. Ich mag den Geburtstag lieber, vor allem weil 2022 wäre der Hans oder Falco 65 geworden. Der 19. Februar, sein Geburtstag, das ist ein Tag, der mich mehr mit Freude erfüllt als sein Todestag. Ich mag die Todestage nicht, ehrlich gesagt. Außer vom Falco merke ich es mir auch bei kaum einem Künstler. Das kann man alles nachschauen. Außerdem, meistens macht es mich traurig. Und deshalb habe ich mir heute überlegt, ich mache eine ganz spezielle Sendung über Falco mit speziellen Geschichten, Videos etc. Und das Erste, was ich euch spielen will, ist sozusagen, man könnte sagen, der Titelsong für die heutige Sendung und ein Video, das ich posthum gedreht habe mit einem, glaube ich, sehr interessanten Konzept, nämlich The Spirit Never Dies. Wir tanzten einen Sommer und ich war so oft erschien es mir, einen Herzschlag lang so nah bei dir. Zeichen sehen, Zeit verstehen, über alle Grenzen gehen und nichts war mir fremd an dir. But everybody kept on saying, would I take your time? But we won't give up, we won't give in, won't give it all away. Hey. Spirit never dies, the last forever. To the
der Suche nach dem Sinn führten wir sie dahin. The kiss you goodbye. Der Beat zum Ton im Ton. Immer in Aktion. There's nothing, there's nothing to tell about it. Everybody kept on saying, Lord, I take your time. But we won't give up, we won't give in, won't give it all the way. Hey. Du Schuft. Wie gesagt, wir sind beide Wassermänner. War auch so eine Gemeinsamkeit. Und am 19. Februar 2022 wäre also Hans 65 Jahre alt geworden. Ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich Freunde von mir Geburtstag haben, dann rufe ich sie meistens an oder mache eine Sprachnachricht und mache Folgendes. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Falco. Happy Birthday to you. Und dann spreche ich immer was dazu auf den Anrufbeantworter. In diesem Fall geht es da hinauf und ich sage, Hans, du gehst mir immer noch sehr ab, Alter. Ja? Und ich liebe dich. So, das hat sein müssen. Es geht also heute auch um die Frage, was würde denn Hans Hölzel alias Falco jetzt als 65-Jähriger machen? Da habe ich ein paar Antworten. Ich hatte besondere Erlebnisse mit ihm. Wir haben uns oft in meinem Haus in der Nähe von Wien oder auch on the road irgendwo getroffen und hatten darüber sehr oft sehr interessante und tiefsinnige Gespräche. Es geht heute vor allem aber auch um den Menschen Hans Hölzel. Weil natürlich große Hits spielen und Dinge, wo wir uns schön erinnern können an diesen tollen Künstler. Der einzige österreichische Rockstar, der weltweit einen Erfolg hatte, Nummer 1 in der amerikanischen Hitparade war. Ich kannte den Falco, bevor er Falco war.
Ich glaube, ich war 17 und er war 18 und es war mein allererster Job beim österreichischen Fernsehsender ORF. Ich habe nicht einmal einen Beitrag drehen dürfen, sondern ich wurde nur hingeschickt zu einem Konzert, um mir anzuschauen, ob diese Band, das war die Hallucination Company unter der Leitung von Adam Wickerl, Servus Wickerl, ob das einen Beitrag wert ist. Und da hat ein Typ namens, ja, heute würden wir sagen Falk, aber Hans Hölzel, Bass gespielt. Und der hat mich wahnsinnig beeindruckt, also entschuldige Wickerl, mehr als der Sänger, hat auch einen Song selber gesungen. Und in der Garderobe kamen wir uns näher und so begann auch unsere Freundschaft. Das war vielleicht auch der Grund, warum wir so lang und so viel zusammengearbeitet haben, weil wir uns eben kannten und ich ihn kannte, bevor er der Superstar wurde. Das ist ja oft so bei berühmten Leuten, dass sie dann oft sich denken, ist der nur nett zu mir, weil ich jetzt berühmt bin oder viel Geld habe und so weiter. Wir waren Freunde, bevor er Falco wurde. Aber zurück zum 6. Februar 1998. Der Tag, an dem Falco starb. Tja, viele Falco-Fans kennen die Geschichte schon, wie mein Geburtstag und der Todestag von Falco zusammenhängt. Und viele kennen es aber noch nicht. Und daher habe ich mir jetzt was überlegt. Ich erzähle es jetzt nicht einfach so, sondern ich lese euch die Kolumne vor, die ich für die Kronenzeitung am 6. Februar geschrieben habe. Zu Falcos Todestag. Sein letztes Lebenszeichen. Es hätte einer der schönsten Tage in Falcos Leben werden können, dieser 5. Februar 1998, mein 40. Geburtstag. Queen spielten ein Spezialkonzert zu meinem Geburtstagsfest und da Queen-Bassist John Deacon keine Zeit hatte, war Falco vorgesehen, in dieser Supergroup mit den Weltstars von Queen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Brian meinte sogar, vielleicht spielen wir eine lustige Version von Rock Me Amadeus. Ich hatte Falcos Zusage mit Moch ma oider, auf Deutsch übersetzt, machen wir, Alter. Aber ich wusste aus meiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit wie auch Freundschaft, es gab zwei Personen, den Falco und den Hans Hölzel. Und wenn der Hans was zusagte, war es nicht sicher, ob der Falco dann auch wirklich auftauchte. Wer nicht kam, war Falco. Und den Pater als Bassist übernahm Peter Maffay. Das Birthday-Konzert für Rudy, wie Queen-Schlagzeuger Roger Taylor es nannte, war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Wann spielt einem schon Queen zum Geburtstag auf? Als das bis heute legendäre Fest mit Stars aus aller Welt in den frühen Morgenstunden in meinem Haus in Burkersdorf ausklang, flatterte plötzlich ein Fax von Falco mit Glückwünschen ein und alle meinten, nett, dass er wenigstens schreibt, wenn er schon nicht auftaucht. Eine Stunde später rief mich meine entsetzte Mama an und weinte ins Telefon. Im Radio haben sie gerade durchgesagt, der Falco ist tot. Es war der frühe Morgen des 6. Februar. Das Fax an mich war das letzte Lebenszeichen von Falco, bevor er in den Jeep stieg, und bevor er gegen den Bus fuhr, der ihn töten sollte. Er wurde zu einem der schlimmsten Tage in meinem Leben. Einer meiner besten Freunde war gestorben. Und so sind mein Geburtstag und sein Todestag auf ewig verbunden. Wäre er doch nur zu meinem Fest gekommen, vielleicht würde er heute noch leben. Das ich natürlich bis heute habe, das mir der Hans geschrieben hat, über das ich in der Kolumne gesprochen habe.
Und so wie er es geschrieben hat am 5. Februar 1998, man beachte drei Dinge bei diesem Fax. Erstens einmal das Peace und Zeichen und das Herz. Dann, dass er schreibt von himself, also Falco himself, das war typisch für Hans, ja. Also das war Falco himself, ja, schreibt den Fax. Und das Dritte ist die Unlogik. Weil er eigentlich sagt, ich folge dir in den Club am 19. Februar, wo er eigentlich schon ein Jahr vorher 40 geworden ist. Also meine Vermutung, mir ist es am Anfang gar nicht aufgefallen, ist, dass er da schon ein bisschen was Intus gehabt hat, wie er es geschrieben hat, weil er ist ja danach in das Auto gestiegen und dann ist das passiert, was wir alle wissen. Es ändert aber diese Unlogik nichts an der Liebe, die ich da trotzdem spüre, und deswegen ist es ein besonderes Memorabilia für mich. Es verbindet uns, und so wie vieles, was uns verbunden hat. Und ja, ich muss auch sagen, es macht mich schon auch ein bisschen stolz, dass der große Falco das sozusagen als letztes Lebenszeichen hat, er dem Rudi Dolezal einen Fax geschickt. Aber etwas, worauf ich noch viel mehr stolz bin, und ich verwende das Wort stolz sehr selten und mit großer Vorsicht, ist der Riesenwelterfolg, den wir gemeinsam hatten. Hier ist nun die Nummer 1 der Billboard-Charts und das meistgespielteste Video in dem Jahr, als es herausgekommen ist. Rock Me Amadeus. Ja, ich finde, die für mich spannende Frage ist ja, was würde Falco heute tun, wenn er noch leben würde? Also 65 oder 65 plus, was würde er machen? Wäre er noch ein Rockstar und würde auf der Bühne stehen? Wäre ein Produzent? Wäre ein Musical-Autor? Würde er nur mehr Filmmusik machen? Ich habe einen speziellen Tipp aufgrund der vielen Gespräche, die ich mit Hans geführt habe. Ich glaube, Hans Hölzel alias Falco, der vermutlich den Falco schon ablegen würde und sich nur mehr Hans Hölzel nennen würde, wäre heute Buchautor. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da sind wir gesessen bei mir im Haus und er hat zu mir gesagt, du Rudi, ich habe keine Lust, so wie der Mick Jagger mit 70 oder was noch herumzuhupfen auf der Bühne wie ein Popstar. Ich würde ganz gern Bücher schreiben. Deswegen war er auch in der Schule für Dichtung sehr gerne Gastlehrer, wo man unterrichtet hat, wie schreibt man prinzipiell Texte, Gedichte, auch Songs, wenn man will, oder auch Prosa. Und es hat ihm das viel mehr gegeben als die goldenen Schallplatten und die Nummer 1 in Amerika, als er dort mit ganz berühmten Autoren wie Peter Turini oder auch noch H.C. Artmann, der damals noch gelebt hat, zusammengetroffen ist. Das war für ihn eine Adelung. Also ich glaube, er wäre Autor, weil er hat auch gesagt, sein Traum wäre, so alle 2-3 Jahre ein Buch zu schreiben und dass er davon leben kann. Weil bei einem Buch braucht man nichts außer sein Hirn, und damals hat man es halt noch geschrieben, heute wird man es vermutlich in den Laptop hineintippen. Oder der Hans würde was machen, was wir uns alle und auch ich überhaupt nicht vorstellen können. Vielleicht wäre er auf Technologie abgefahren und würde da irgendwie in einer Start-up-Company sein und irgendwie da neue Dimensionen in verschiedenen Feldern der Technologie suchen, mit Musik und mit visuellen Dingen. Vermutlich wird er fragen, ob ich dabei bin, aber schauen wir mal. Hier ist jetzt etwas, was ich euch auch natürlich an so einer Sendung zeigen will, nämlich das nicht unbekannte Genie-Video. Auch kein schlechtes Video, wurde damals skandalisiert, völlig zu Unrecht. Es ist so wie Rock Me Amadeus, finde ich, und ich sage das selten, ein kleines Meisterwerk von Falco, Hannes Rossacher und mir. Ja, und ich finde, es ist jetzt Zeit, dass wir mal Falco oder Hans Hölzel selbst zu Wort kommen lassen. Der Hans hat nicht gerne Interviews gegeben, ich habe ein paar lange machen dürfen, bei ihm im Haus zum Teil und auch bei Videodrehs. Wir haben uns dann natürlich eher unterhalten. Und ich kann mich erinnern, wie der Kinofilm rausgekommen ist, habe ich mich wahnsinnig geärgert, dass so viele Leute, jetzt nicht böse sein, aber wie die Darsteller und so weiter, die den Falco nie gesehen haben, nie getroffen haben, haben alle gesagt, na, was sie glauben, dass der Falco heute sagen würde, was er vom Film hält. Und da war
war ich damals so, auf Wienerisch sagt man, angefressen, dass ich mit einem Videovertrieb eine DVD rausgebracht habe, die hat geheißen In His Own Words, wo 4 meiner langen Interviews völlig ungeschnitten drauf waren, nur die Interviews, damit man mal hört, was der Alte selber sagt. Und daraus jetzt ein paar Ausschnitte. Wir hören Falco In His Own Words. Naja, es kommt darauf an, was man sich noch großartig beweisen möchte. Ne? Ich bin eigentlich ein Ein-Mann-Betrieb. Ich bin die Quelle. Ich habe also keinen, wenn ich so Schlagzeilen lese, wie ich brauche mir nichts mehr zu beweisen, weil ich habe eh schon genug verdient und mir dann vorstelle, wie ein Geschäftsmann das sieht, der muss sich denken, der Bub ist ganz schön blöd, weil genug kann man nie haben. Nur muss man das unter folgenden Vorzeichen sehen. Ich bin ja mit mir eigentlich ziemlich allein. Und ich habe also mit 27 war ich Nummer 1 in Amerika und dachte mir, na was jetzt noch? Also wie geht's, was soll ich jetzt noch? Alles, was ich tun könnte, wäre im Prinzip eine geschmackvolle Wiederholung anzustreben. Ich möchte hier bleiben, also muss ich hier meinen Lebensbereich einmal schaffen. Ich muss einmal die ganze Wäsche sortieren, die so angefallen ist in 8 Jahren. Und da ist ja einiges passiert. Ne? Infolgedessen, um auf deinen Chart-Erfolg zurückzukommen, man begibt sich, wenn man eine Schallplatte macht, natürlich in den Clinch mit der Industrie. Man verbündet sich ein bisschen mit ihr, man begibt sich in Verpflichtungen. Meine gegenwärtige Situation zu beschreiben, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe für die letzten 3 LPs eine Mörder-Kohle verdient und habe eigentlich ganz gut ausgesorgt, nur glaube ich, dass ich noch einiges zu sagen habe. Was sollte ich auch sonst anders tun? Es hat fast 5 Jahre gebraucht, um mich seelisch und überhaupt in allen meinen Auslotungen meiner Seele wieder ein bisschen ins Lot zu kriegen. Und warum stürzt man sich, zurückkehrend auf deine Frage, immer wieder aufs Neue in das Abenteuer? Das ist der Thrill. Und der Thrill ist, eine gute Platten gemacht zu haben. Ich werde gute Platten machen, ich werde wieder schlechtere machen. Ich kann nichts anders. Das ist meine Berufung, mein Talent, mein Inhalt, mein Beruf, meine Profession, meine Begabung. Oder ich werde euch nicht erspart bleiben. Ja, es gibt aber nicht nur schöne und tolle Dinge zu berichten, sondern zur Ehrlichkeit und zu einem Freund gehört auch, dass man einige Dinge erzählt, die überhaupt nicht toll waren. Ich habe früher immer gesagt, für mich gibt es 2 Falcos. Den einen, das war der Hans Hölzel eigentlich, das war ein toller, interessanter, gebildeter, witziger, hilfsbereiter Freund. Und das andere war, wenn er Alkohol getrunken hat, da hat er meist den Falco gespielt und da war er für mich, entschuldigen das harte Wort, ein Arschloch oft. Das Hauptbeispiel war ein Video, das wir gedreht haben zum Song Charisma Kommando. Und da gab es außerhalb von Wien eine ganz tolle Ausstellung über Kult und Magie, hat es geheißen, und Schamanen und alles Mögliche. Und das waren lauter Video-Locations. Und da haben wir entschieden, dort drehen wir mit Falco das Video. Das Problem war nur, diese Ausstellung war sehr populär und war natürlich am Tag immer besucht. Das heißt, wir konnten nur einen Nachtdreh machen. Nachtdreh. Das heißt, fangen um 5, 6 an aufzubauen und drehen die ganze Nacht. Ich sage zum Hans, bitte Hans, geh früh schlafen, ja? Du musst die ganze Nacht durchhalten und bitte keinen Alkohol. Ich habe sogar meinen damaligen Assistenten Andreas Stöckl, servus Andreas, dann geschickt, um ihn abzuholen, um sozusagen auf ihn aufzupassen, weil das war ziemlich weit draußen, 1,5 Stunden im Auto. Also wir bauen auf, ich kann mich nur erinnern, Kamera war Josh Josimovic und wir haben angefangen in einem Lichttunnel, ja, wo so in einer Sequenz wahnsinnig viele Lampen geschaltet waren. Da wollten wir mit der Kamera reinlaufen und am Ende steht Falco und fängt an, den Song zu singen. Wir haben da aufgebaut und ich habe sogar damals haben wir begonnen, Making-ofs zu drehen. Also habe ich auf der 35mm Kamera, die natürlich ohne Ton war, weil es ja Playback war, habe ich obendrauf noch eine kleine Videokamera haben wir drauf montiert, damit wir vor und nach den Text die Making-of-Situationen auch haben. Gut, es wird Kinder draußen, wahnsinnig großer Aufwand. Ich glaube, in der Gegend von 600.000 D-Mark Budget, alles in einer Nacht wird das verblasen. Ja, Licht, 4 Lichtleute, Kameras etc., Riesenteam. Gut,
schicke den Andreas Stöckel zum Hans ihn abzuholen. Damals natürlich keine Mobiltelefone. Das heißt, man hat von unterwegs nur reden können. Dann hören wir mal nichts, ja, gut. Dann ruft mich der Andreas Stöckel, ich versuche es jetzt abzukürzen, an und sagt, du Rudi, es gibt ein Problem. Sag ich, wow, was ist das Problem? Sag, ja, der Hans hat jetzt darauf bestanden, dass ich da bei einem Wirtshaus stehen bleibe. Er trinkt Alkohol und zwar in ziemlichen Mengen. Sag ich, bitte gib mir den Hans sofort. Ja, muss da denken, ich damals Produzent und für das Geld verantwortlich dabei. Ja, also die Plattenfirma sagt, wo ist das Video? Sag ich, Hans, was ist los? Du machst dir keine Sorgen, das ist alles in der Kontrolle. Ich meine, um Gottes Willen. Der ist um 5.30 Uhr Nachmittag schon so hacke dich zu, wie soll der Videodreh passieren? Der Hans kommt entsetzlich, stellt sich dorthin, ich erkläre ihm den Schuss. Der Kameramann, wir waren da am Handkamera, ja, das ging, als Steadicam ging wegen der Größe nicht. Okay, ich sage Anfang, Song, Playback, also Kamera, Playback, zack, der Kameramann läuft hin und der Falco singt nicht. Sag ich, okay, cut, stopp, stopp. Sag ich, Hans, du musst singen, wenn die Kamera vorne ist und das Playback dann. Ja, ja. So, okay. Zweiter Take, der genau dasselbe. Dritter Take, der Kameramann läuft hin und der Falco fällt um und liegt am Boden. Ernsthaft. Dann hat er natürlich auch nicht gesungen, ja, und beginnt auf dem Boden auf allen Vieren zu kriechen. Wir waren so geschockt, dass der Kameramann nicht zurückgegangen ist. Dieser Tunnel war ja ganz eng und beginnt der Falco in wahnsinnigen Schimpfwörtern das ganze Team zu beschimpfen. Ich will das nicht wiederholen, aber es war grauslich. Sag ich, gut, okay, stopp. So, Hans in extra Raum, Kaffee, Wasser. So, das ist das Problem. Sag ich, Alter, du bist fett. Das geht nicht. Also, wir haben jetzt 8 bis 10 Stunden Dreh vor uns. Wie soll denn das gehen? Ja, also, ich mache das schon. So, denke ich mir, okay, was machen wir jetzt? Kurz beraten, auch mit Kamera, sag ich, pass auf, wir machen Folgendes. Wir stellen den Falco nur in die Dekos, nur hinstellen. Und das filmen wir, damit wir zumindest irgendein Bildmaterial haben. Am zweiten Tag war dann noch eben so eine kleine Ebene gedacht, zu sagen, ich muss das komplette Konzept ändern. Ja, in der Nacht, dort. Wir haben ihn dann hingestellt bei dem Tunnel, das hat noch halbwegs geklappt. Und dann war noch eine zweite Location dort, es waren ja 10 oder 15, ja, wo von unten ein beleuchteter Boden war. Da wollte man hinstellen, dort ist aber dann eher herumgekrochen. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht mehr um wie viel Uhr, gesagt, Freunde, Drehschluss, aus, es geht nicht. Ja gut, was mache ich jetzt? Wir haben die Kohle verblasen und wir haben kein Video, und zwar überhaupt kein Video. Zweiter Tag, da habe ich so eine konisch verjüngte, ein bisschen eine Reminiszenz an Genie, ja, haben wir da gemacht und mit Augen auf der Seite, was dann mit Blue Box und Videotricks. Auf jeden Fall war das eigentlich nur als kleine zweite Ebene gedacht. Da sitzt du auf einem Sessel, es gibt eine Sängerin und dann habe ich dort spontan am zweiten Tag ohne Konzept einfach irrsinnig viel gedreht. Aber das Beste kommt ja noch. In der Früh, ich sage, Andreas, bitte bring den Hans nach Hause, das bringt keinen Sinn. In der Früh ruft mich der Falco an, also der Hans, sagt er, Rudel, das war einer der wenigen Leute, die Rudel zu mir sagen dürften. Also nicht Rudel, so wie ein Rudelwölfe, sondern Rudel ist so eine Wiener Form, mag ich eigentlich nicht. Ja, ich heiße Rudi. Sagt der Rudel, ich war gestern ein Arschloch, gell? Sag ich, na, das kannst du laut sagen. Sagt er, wem muss ich Blumen schicken und mich entschuldigen? Sag ich, am besten einmal als erstmal bei mir, weil was sage ich jetzt der Plattenfirma? Na, das machen wir schon. Sag ich, ja, Alter, das Konzept ist ja abgesegnet. Also auf jeden Fall, was das gezeigt hat, sind diese zwei Falcos oder diese zwei Personen. Der ist am nächsten Tag in der Früh aufgewacht und hat genau gewusst, dass er Scheiße gebaut hat. Er hat genau gewusst, dass er Leute vermutlich beleidigt hat und es war mir nicht unangenehm. Das ist der Grund, warum der Hans so oft Entzugsaktionen gestartet hat und immer weg wollte von Alkohol und Drogen, wobei es waren hauptsächlich Alkohol und Tabletten. Gar nicht so viel. Ja, Koks, ein bisschen Heroin, meines Wissens noch nicht.
Aber die Kombination war das Teuflische. Und jetzt, wo ich so viel darüber geredet habe, schauen wir uns das in diesem Sinne legendäre Video an. Hier ist Charisma Kommando. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falco Forever kann ich nur sagen. Wenn ihr mir folgen wollt, dann bitte jetzt auf diesen Social Media Kanälen, die eingeblendet sind. Wie ihr wisst, habe ich jeden Dienstag auch eine Sendung, die heißt Ohne Maulkorb mit Dolle Zahl. Ja, ich sende ganz gern. Ist das okay? Ach, du hast gar keins drin. Nein, ich habe keins drin, deswegen höre ich ja so schlecht. Verstehe. Gut, schau. Ja, okay, gut. Also, liebe Freunde, Erwin Steinhauer. Einer der berühmtesten Friseure, glaube ich, bist du, oder? Was machst du beruflich? Barbier. Ein lieber Freund und einer der größten Kabarettisten, Schauspieler in unserem Land, ehrt mich und meine Sendung ohne Maulkorb mit Dolle Zahl. Ich weiß noch nicht, über was wir mal reden.
Es kommt darauf an, was du mich fragst. Du musst, glaube ich, kochen bald, gell? Das ist das Wichtigste. Das ist dir, auch dir das Wichtigste. Ja, ich weiß es, ja müssen wir das haben wir zwei, ja? Müssen wir halt komm ich halt zum Essen zu dir? Na, du schaust, da kommt der andere. Wir müssen 10.000 Schritte noch gehen. Ja, das ist alles. Also, dann fangen wir an. Ja, hm? Na, pass auf, wie viel habe ich heute? Aber ohne Brille sehe ich das gar nicht. Ich sag's da. Was habe ich da? 4.000. Jösses Lord. Ja, also, wir hören jetzt auf. Ja, wir hören jetzt auf, ich muss um 10.000 Schritte. Geht das ganz 6.000. Bisschen alles. Politik sprechen wir auch und so. Ja, genau. Wir haben und ein paar Messages an die Regierung. Die Leute, die wir nicht mögen, die erwähnen wir. Ja, alle zusammen. Schatzelein, ich freue mich so, dass du bei mir bist. Ohne Wahlkampf mit Darf ich das auch so? Love and Respect. Genau. Krone TV und Krone AT. Auch sehr interessant, eine Talkshow. Und am Schluss sage ich eigentlich immer Love and Respect. Heute Abend sage ich aber hier aus dem Hard Rock Café in München Falco Forever. You wanna know what goes on backstage? Oh, come on, let me take you by the hand. Ow! Fulfilled once you were there, you never wanna leave. Backstage, it's where you get the action. Backstage, I'll bring you to your knees. Backstage, you go for satisfaction. You can do what the hell you please. Ta 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 ta.